Herzlich willkommen beim neuen Video von Motorrad Christiansen. Heute stelle ich euch mal was richtig Geiles und richtig Fettes vor. Das ist von CF Moto, das U-Force 1000. Beliebt bei den ganzen Gartenlandschaftsbauern, Förstern, Jägern und jeder, der Bock hat, auch mal im Gelände zu fahren und ein paar Leute mitzunehmen und der sich nicht richtig auf den Quad traut. Eine Besonderheit hier ist schon mal richtig cool. Wir haben 3 Sitzplätze nebeneinander. Das gefällt mir richtig gut, dass man auch zu dritt fahren kann und nicht nur zu zweit, wie es bei vielen anderen Fahrzeugen ist. Wie der Name schon sagt, U-Force 1000. Wir haben hier einen 1000 Kubikmotor mit ungefähr 78 PS. Wir können uns ja mal eben zuerst die technischen Daten angucken. Dann sehen wir hier schon Tankinhalt, sind 40 Liter plus minus 3. Warum auch immer plus minus 3, weiß ich nicht, aber ungefähr 40 Liter gehen rein. Dann Eigengewicht 765 Kilo inklusive Fahrer. Für den Fahrer wird normalerweise 75 Kilo gerechnet. Dann seht ihr hier, wir haben eine 14 Zoll Bereifung drauf. Sieht man ja auch von außen, ist richtig fett. Dann haben wir hier einen Zweizylinder Viertakter mit 963 Kubik und wie eben schon gesagt 78 PS. Die Höchstgeschwindigkeit, wir bestellen alle Fahrzeuge in LOF. Das heißt, wir haben 105 km Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, das Ding ist sogar richtig schnell. Und ich zeige euch mal eben noch was aus einem anderen Prospekt, weil für die Dinger gibt es hier richtig viel Zubehör. Man bekommt so Alu-Unterfahrschutz, wenn man mal richtig ins Gelände will oder was weiß ich, wenn man viele Steine oder so auf dem Gelände hat, wo man langfährt, dann kann man sich den Unterboden vom Fahrzeug damit schützen. Es gibt auch für das U-Force gibt es ein Raupenkit, das haben wir an einem anderen Fahrzeug montiert, da gibt es auch ein Video zu. Und dann gibt es natürlich Klamotten wie Kehrmaschinen, Schneeschilder, hier Salzstreuer, die man hier hinten drauf machen kann. Man kann jede Menge Anhänger ziehen. Es gibt so Wildfangkörbe, wenn man sein Wild geschossen hat, dann kann man die hier hinten reinlegen. Dann versaut man sich nicht die Ladefläche. Hier guckt man, sogar eine Baggerschaufel gibt es sogar dafür. Na, also es gibt wirklich an Zubehör alles. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Fürs U-Force gibt es ja auch eine Laderaumabdeckung, das ist ganz cool. Dann hat man hier einmal auf der ganzen Fläche eine riesen Klappe drauf und kann Sachen transportieren und muss auch nicht Angst haben, dass man unterwegs irgendwie die Hälfte verliert. Das ist mehr für die anderen Fahrzeuge. Dann gibt es hierfür auch noch richtige Vollkabinen mit Heizung, Scheibenwischer, allem was dazugehört. Was auch noch relativ lustig ist, wie bei so einem Pickup gibt es so einen Aufbau, dann hat man eine riesengroße geschlossene Box. Vielleicht auch für die Leute interessant, die gerne Hunde mitnehmen. Und dann hat man nämlich ordentlich Platz in dem Ding. Also ihr seht, an Zubehör und Anhängern, Gerätschaften, alles was man für die Landwirtschaft oder für die Jagd gebrauchen kann oder für alle möglichen Verwendungszwecke, hier geht wirklich alles Mögliche mit. Wir können ja mal gucken, wenn wir hier hinten stehen. Das Fahrzeug ist ziemlich breit, deshalb haben wir ja auch eine große Ladefläche. Man kann das hier super auf- und abladen und wenn man da mal irgendwas drauf hat, was man auskippen will, dann kann man hier an der Seite einen Hebel ziehen zum Entriegeln und dann lässt sich das Ganze auch auskippen. Ist richtig cool gemacht. Hier unten drunter sind überall Gepäckhaken, auch richtig aus Metall, rundherum an der Ladefläche, damit man auch ein Netz oder sowas drüber machen kann. Und wenn du einmal hier drunter filmst, man sieht einmal den Motor, der hier drunter sitzt. Und man sieht, hier hinten ist ein ordentlicher Dämpfer drunter, der die Ladefläche auch ein bisschen mit nach oben drückt. Und zum Zumachen einmal kräftig hier wieder drauf drücken, so dass man das laut einrasten hört. Und dann ist das mit der Ladefläche auch schon wieder fertig. Machen wir hinten auch zu. Wir wollen ja gleich auf jeden Fall noch eine Runde fahren mit dem Geschoss. Außenansicht finde ich richtig cool. Man hat super breiten Radstand. Ihr seht diese dicken Räder da drauf. Also damit sollte man eigentlich schon so ziemlich überall lang fahren können. Wir haben hier vorne an dem Fahrzeug auch eine Seilwinde verbaut. Wie man das, ist ja mittlerweile gang und gäbe bei Quads und so weiter. Hier ist die Seilwinde. Dann kann man hier hinter. Nee, auf der anderen Seite in diesem Fall, bei den meisten Quads ist es links. Hier ist es auf der anderen Seite. Da hat man hier dieses schwarze Drehrad. Das kann ich zur Seite drehen. Ne? So ist offen, so ist zu. Ich drehe das jetzt mal zur Seite. Dann kann ich die einfach hier rausziehen und muss die nicht elektrisch rausfahren, weil das wird ewig lange dauern. Wenn ich die Seilwinde aber wieder einfahren will, dann drehe ich einmal den Hebel hier wieder im Uhrzeigersinn.
Damit ist die Arretierung drin und ich kann das jetzt auch nicht weiter rausziehen. Gibt es zwei Möglichkeiten hier für die Seilwinde, um die rein und raus zu fahren. Ich mache mal eben das Handschuhfach auf. Guck mal, jetzt ist der Gerd mit der Fernbedienung weggelaufen. Es gibt noch eine schnurlose Fernbedienung, was ich richtig praktisch finde. Wenn man jetzt zum Baum hinlaufen muss, dann kann man schon die Seilwinde spannen oder wenn man das hier vorne wieder reinmachen will. Und für Notfall, damit man das auch noch analog hat, falls bei der Fernbedienung mal Batterie alle ist und man das auf jeden Fall bedienen kann, haben die hier noch so einen ganz normalen Griff. Out für rausfahren, in für Seilwinde wieder reinfahren. Das wird hier unten reingesteckt. Da haben wir hier, musst du mal gucken, wie du das drauf bekommst. Sieht aus wie so eine Zigarettenanzünderdose. Ich ziehe das mal hier raus. Dann seht ihr, hier ist unten eine Nase dran. Also das ist rund mit drei Pinnen und hier unten eine Nase. Und auf dem Gegenstück ist da eine Führung. Dann brauche ich das nur hier einmal reinstecken. Und dann habe ich jetzt auch noch ein bisschen Kabel dran, um dann wenigstens hier vorne hinlaufen zu können. Wie ihr seht, jetzt passiert noch nichts. Man muss auf jeden Fall einmal die Zündung einschalten. Ich mache die mal eben an. Ihr solltet, wenn ihr eine Seilwinde reinfahrt, das Seil immer ein bisschen auf Spannung halten, damit das Seil auf der Spule ganz sauber aufgewickelt wird. Ansonsten verheddert sich alles da drin. Also hier ein bisschen dran ziehen, ist auch immer ein schönes Seilchen dran. So, und so ein Stück solltet ihr auf jeden Fall immer raushängen lassen. Und die Seilwinden stoppen nicht von alleine. Das heißt, wenn ihr ewig lange drauf drückt, dann reißen die euch vorne den Haken ab. Weil die Seilwinden haben so viel Power und dann habt ihr keinen Haken mehr dran. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Wir machen das mal wieder ab, weil ins Gelände kommen wir ja aktuell leider nicht. Und hier im Umfeld haben wir nichts. Ich packe die Fernbedienung mal eben wieder ins Handschuhfach. Ja, genau. Kannst ja mal einmal zeigen. Hier hat man ein kleines Handschuhfach. Da sind jetzt noch so ein paar Schrauben, die beim Lieferumfang mit dabei waren und die Bedienungsanleitung ist hier drin. So, und wenn wir schon hier hinten sind, hier drunter ist noch ein richtig cooles Staufach. Man kann die Sitzfläche einfach hier einmal so hochziehen. Die Sitzbank ist hier vorne nur eingehakt, also ihr könnt die ganz rausnehmen. Hier ist eine Nase und hier. Und die greifen in die Metallbügel rein. Also wenn ihr das wieder einsetzt, muss das nur hier so einmal auf die Metallbügel drauf. Dann kann ich das wieder zuklappen, fertig. Aber eigentlich wollte ich euch was anderes zeigen. Hier ist auch ein Staufach, aber hier ist auch das Motorsteuergerät. Ich würde das Fach einfach generell nicht benutzen. Und die haben sich was Cooles einfallen lassen. Hier ist eine richtige Kiste zum Tragen mit drin. Ich komme mal einmal rum. Wo man dann auch wasserdicht Sachen unterm Sitz verstauen kann. Hier ist auch richtig eine Gummilippe drin. Und wenn ihr dann mal richtig im Gelände unterwegs seid, im Schlamm und ihr werdet klitschnass, dann habt ihr da immer noch ein Fach für trockene Sachen. Haben die richtig cool gelöst, kostet nichts extra und passt 100% ins Fahrzeug, ohne dass dann irgendwie was klappert oder so. Das finde ich, das haben die schon echt cool gemacht. Reingeschmissen, fertig. Sitz wieder zu. Einmal draufdrücken, da sind zwei Nupsis, dass das einrastet. So, was haben wir denn noch Schönes bei dem Fahrzeug? Wir haben jede Menge Getränkehalter, ist ja auch wichtig. Ne? Hier oben, hier sind überall Staufächer. Wenn ihr im Gelände unterwegs seid, müsst ihr allerdings aufpassen, weil wenn es mal holperig wird, dann fallen die Sachen natürlich auch schnell wieder raus. Dann hier der dritte Sitzplatz in der Mitte. Den kann man hier mit so einem Gumminupsi abmachen, umklappen. Und dann hat man hier auch nochmal Getränkehalter und eine Ablagemöglichkeit. Also ihr seht, das ganze Raumkonzept ist echt schon cool durchdacht. Ihr habt hier Platz in Hülle und Fülle, um alles Mögliche unterzukriegen. Da haben die sich echt mal Gedanken bei gemacht. Das hier, das ist einfach flach. Da weiß ich nicht, was das soll, weil wenn ich hier was reinlege und beschleunige, dann fällt es natürlich einfach wieder raus. Wir haben aber hier noch eine 12-Volt-Dose, wie man es kennt, um Zusatzgeräte anzuschließen. Hier auf der rechten Seite haben wir noch USB-Anschlüsse, zwei Stück, um Sachen anzuschließen. Und die Bedienung, die machen wir mal gleich während der Fahrt und was das Ding so kann. Gucken wir mal uns die Scheinwerfer an. Wir haben hier auf jeden Fall LED-Tagfahrlicht, LED-Blinker. Und ich schätze, hier werden noch normale Leuchtmittel drin stecken. Das wird kein LED sein.
Ist komplett zugebaut. Können wir aber gleich mal einmal nachgucken. Mal gucken, mein Mikro ist gerade abgegangen. Weil man hier einen Vollkäfig hat und weil man Anschnallgurte hat und auch eine Pflicht hat, sich anzuschnallen, braucht man in diesen Fahrzeugen keinen Helm. Jetzt gibt es hier im Zubehör auch Windschutzscheiben, auch mit Scheibenwischer und sowas. Hier sind überall schon Aufnahmepunkte dran. Und das ist eine ganz einfache Plexiglasscheibe, die da reingemacht wird. Macht aber auf jeden Fall Sinn, damit man keinen Regen und sowas abbekommt. Also mit im Lieferumhang sind auch zwei so Netze, haben wir gerade gesehen, im letzten Karton. Und da sind wie so Anschnaller drin. Ihr seht das hier auf der Seite. Die Anschnaller, die werden dann hier oben montiert. Dann kann man das hier reinhängen. Und dann hat man hier auch ein richtiges Sicherheitsnetz noch im Fahrzeug, damit man auch sicher gehen kann, dass im Gelände keiner rausfällt. Und dann kann man das hier einfach mit diesem Sicherheitsgurt öffnen. Dann kann man das zur Seite machen, rein und raussteigen. Aber wir montieren das nicht und die Dinger sind auch keine Pflicht. Von daher habe ich da einfach keinen Bock drauf. Ich glaube, ich habe erstmal genug gesagt. Wir machen kurz einen Cut und dann können wir direkt losfahren. Gucken wir uns erstmal ein bisschen die Bedienung vom Fahrzeug an. Wir haben ganz normal Zündschloss hier an der Seite und oben drauf am Lenkrad seht ihr hier ein separates Lenkradschloss zur Diebstahlsicherung. Das ist dann der gleiche Schlüssel. Mal gucken, ich habe das noch nicht probiert. Und dann kann man das hier zur Seite drücken. Ah, hier, guck mal. Dann Lenkrad lenken, rausziehen und dann das Lenkradschloss drin. Ist auf jeden Fall auch wichtig. Man muss Fahrzeuge immer mit Lenkradschloss abstellen, ansonsten zahlt die Versicherung einen Diebstahlschaden nicht. Deshalb ist man dann eigentlich gezwungen, das zu benutzen. Zündung an ist klar. Hier gibt es noch einen Hebel, womit man das Lenkrad in der Höhe und in der Tiefe verstellen kann. Einfach hier den Hebel ziehen, damit wird der Dämpfer freigegeben und dann kann ich hier die Höhe einstellen. Ich kann mal kurz gucken, aber ich glaube, das passt so schon ganz gut für mich. Haben wir Handbremse hier an der Seite. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, man hat hier keinen Blinkerhebel oder so, wie man das beim Auto hat. Hat folgenden Hintergrund, wenn man im Gelände ist und man wird durchgeschüttelt, damit man nicht an den Hebel kommt oder einen Hebel abbricht. Deshalb hat man den Blinkerschalter hier. Wenn ich nach links drücken will, nach oben. Ich habe natürlich auch eine Kontrollanzeige hier drin und wenn ich zur anderen Seite drücke, dann geht es nach rechts. Ich weiß nicht, wie du das jetzt da so drauf kriegst. Du kannst mal auf dem Tacho bleiben. Wir haben natürlich eine Geschwindigkeitsanzeige. Wie gesagt, 105 läuft der Hobel hier. Dann habe ich hier, wie man das vom Quad oder vom Geländewagen auch kennt, Symbole. Also die vier äußeren Vierecke sind für die Räder. Und jetzt gerade schwarz ausgehöhlt sind nur die hinteren Räder. Das heißt, jetzt gerade haben wir Heckantrieb. Nicht erschrecken, ich muss mal einmal den Motor anmachen, damit wir rumschalten können. Nicht wundern, Fahrzeug ist neu, wir haben das eben erst ausgepackt. Jetzt hat man hier einen Schalter, um Differentialsperren und sowas einzustellen. Jetzt sind wir gerade auf Heckantrieb. Jetzt habe ich einen rumgedreht, jetzt habt ihr auch einen Servo gehört, der einmal gesummt hat. Jetzt bleibt man auf dem Tacho, jetzt seht ihr, hier sind die vier Reifen jetzt schwarz. Wenn ich wieder einen auf zurück drehe, ne, jetzt seht ihr es wieder aus. Das heißt, jetzt haben wir keinen Frontantrieb. Also, wir wollen auf jeden Fall mit Allrad fahren. Und dann kann man den Hebel noch einen weiter drehen. Jetzt ist hier oben ein X drin. Das heißt, wir fahren mit Differentialsperre. Das heißt, alle Räder drehen sich gleich schnell. Aber mit einer Differentialsperre darf man nur so 20-25 km/h fahren. Deshalb fahren wir jetzt nur mit Allrad, so wie wir es hier haben. Dann haben wir die Uhrzeit hier links. L steht für Low. Ich denke mal, das ist die Ganganzeige. Wir müssen mal gucken. Wenn wir kurz, ich fahre mal einmal kurz an. Ah, okay, hier ist die Ganganzeige, sehe ich gerade. Ne, wo ich gerade bin. Jetzt bin ich neutral, da leuchtet es auch, wenn ich hier einen Gang reinmache. H für High, für die hohe Übersetzung, noch einen nach unten für Low. Und dann haben wir natürlich noch rückwärts und sowas. Normalstraße fahren wir auf H. Und wir hatten keinen Sprit mehr in der Firma. Hier sind nur ein paar Liter drin, deshalb ist unsere erste Fahrt mal direkt zur Tankstelle. Licht ist hier unten an der Seite. Hast einen normalen Lichtschalter, wurde von aus. So ist aus, dann hast du normal Abblendlicht, Entschuldigung, in der Mitte Standlicht, dann Abblendlicht und hier hast du Fernlicht und Abblendlicht. Also alles, wie man das beim Auto auch hat. Und hier unten ist noch Nebelschlussleuchte, leuchtet dann auch, damit man weiß, dass das an ist. Brauchen wir gerade alles nicht, Licht muss natürlich an sein. Dann lass uns mal gucken, wie das Ding fährt hier. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Hier kommt mal ein doller Huckel. Rupp, rupp. Aber wir fahren vorsichtig. Ist ja auch noch neu, ne?
Ist natürlich geil, so ein Fahrzeug ohne Türen, ohne Scheibe und so. Riesiger Fun-Faktor. Macht auf jeden Fall Bock. Vorsicht, ich bremse mal kurz ein bisschen. Alles klar, Bremse muss man hier ein bisschen doller reinlatschen. Ist aber auch neu. Das heißt, wir halten erstmal schön Abstand. Wir wollen ja nicht irgendjemanden hinten reinbrettern. Ist auf jeden Fall echt lustig. Und man muss sich erstmal kurz dran gewöhnen hier. Und windig ist es auch. Ich würde sagen, wir tanken mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben mal eben ein paar Liter getankt, damit wir weiterfahren können. Ganz lustig, schade, dass wir das nicht auf der Kamera haben. Gerade eben beim Umdrehen auf der Straße haben wir uns einmal komplett gedreht. Ich habe von Allrad auf Heckantrieb umgeschaltet und dann sind wir da mal so ein bisschen rumgeschleudert. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Räder sind halt noch nagelneu. Wir haben nur ein paar Grad über Null, es ist nass. Ja, und Power genug hat das Ding auch. Können wir mal gleich gucken, ob wir noch mal auf dem Mediamarkt-Parkplatz oder so vielleicht eine Runde drehen. Schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall, wenn wir weiterfahren, Allrad wieder an und fahren schön vorsichtig. Wir wollen ja auch heile ankommen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal eine kleine Runde. Man hat hier bei dem Ding auf jeden Fall ordentlich Geräuschkulisse. Man hat den Motor direkt hinter sich, die Differentiale, Getriebe, alles macht ordentlich Geräusche hier. Da merkt man auf jeden Fall, dass das auch ein richtiges Nutzfahrzeug ist. Fährt sich aber echt super auf der Straße, muss ich sagen. Außer, dass hier die nagelneuen Offroad-Reifen nicht so viel Grip haben. Aber das wird nach ein paar Kilometern ja auch besser. Hier müssen wir ein kleines Stück zurückfahren und ein bisschen Platz machen hier. So, dann können wir. Und was echt gewöhnungsbedürftig ist, ist der Blinkerschalter hier. Aber man hat ja nochmal eine Kontrollanzeige in der Mitte und dann kriegt man sofort mit, ob das blinkt oder nicht. Fun-Faktor ist mega. Auch hier, wie bei allen anderen Fahrzeugen bei uns, kommt vorbei, macht eine Probefahrt, probiert so ein Ding mal aus, Führerschein und Personalausweis nicht vergessen. Wenn ihr Bock auf so ein Ding habt, wir liefern europaweit, also egal wo ihr wohnt, ihr könnt so ein Ding bei uns bestellen, gar kein Problem. Und ja, wir drehen noch eine kleine Runde, machen euch gleich nochmal ein paar Außenaufnahmen, wie wir damit fahren. Und dann gucken wir mal nachher. Fazit würde ich sagen, machen wir in der Firma, wenn wir drin sind. Ist mir nämlich gerade zu kalt hier. Wir sind ein bisschen rumgefahren. Wir waren mit einem anderen Quad auch mal kurz hier. Ist so eine Baustelle, da können wir einmal ein bisschen über die Wiese fahren. Wie gesagt, richtig Offroad ist leider hier in der Nähe nichts. Aber können wir trotzdem mal machen und mal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich mache dann auch auf die untere Untersetzung. Man hat halt hier die verschiedenen Möglichkeiten von Parken, wenn man das Fahrzeug anhalten will, rückwärts, neutral, High Level, Low Level. Wir wollen jetzt auf Low Level, weil schnell fahren wollen wir nicht. Allrad haben wir eh an, Differentialsperre brauchen wir hier auf keinen Fall. Alter, hier ist aber krasser Busch, Junge. Wird mal Zeit, dass hier ein Gärtner hinkommt. Ist natürlich geil, man sitzt hier voll geschützt und so, das ist schon richtig cool. Sollen wir mal gucken, ob wir da rüberfahren können? Ja, ne? Warte, wir machen hier Differentialsperre an. Hier, guck mal, man sieht noch die Spuren, wo wir letztes Mal mit dem Quad drüber gefahren sind. Du musst auf jeden Fall weiter filmen, auch wenn wir umkippen. Das ist ganz wichtig. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Das ist wirklich schon steil hier. Wir machen ganz langsam. Okay, ganz langsam reicht hier nicht, da kommen wir nicht drüber. Wir fahren noch mal ein Stück zurück. Junge, das war aber schon ein ordentlicher Satz, den das Ding hier gemacht hat. Komm, wir gucken mal noch ein bisschen schneller. Zu steil ist es auf jeden Fall nicht. Ja, guck, haben wir doch geschafft, den kleinen Hügel hier.
Mal gucken, ob wir auch wieder, wegkommen. Wir müssen rückwärts wieder runter, vorwärts will er nicht. Weil der... Das macht auf jeden Fall Spaß. Differentialsperre ist drin. Wenn man nicht genug Anlauf nimmt, dann bleibt man ja auf jeden Fall hier oben. Aber rückwärts geht auf jeden Fall, ist kein Problem. Mit ein bisschen mehr Anlauf kommen wir da auf jeden Fall rüber, aber das wollen wir heute nicht ausprobieren. Aber ihr seht auf jeden Fall auch so einen Hügel, kommt man auf jeden Fall super hoch. Macht auf jeden Fall immer Spaß, so ein Ding hier. Ich merke gerade im Gelände, wenn Hügel kommen und dann wird man mit dem Fuß mal schnell aufs Gaspedal, dann wippt das natürlich auch vorwärts. Da finde ich vom Gasgeben ein Quad im Gelände ein bisschen besser als das hier. Aber lang kommt man damit auf jeden Fall überall. Lass mal gucken, wie dreckig wir das Ganze gemacht haben hier oder ob das noch geht. Muss mal gucken. Ja, aber es sieht ja noch ganz passabel aus. Unten hat sich ein bisschen was verheddert, war aber auch wirklich ordentlich gestrüppt da unterwegs. Ja. Man, oh je, ich glaube, da wird uns gleich unterwegs einiges entgegenkommen, wenn wir losfahren. Da habe ich ja jetzt schon Lust drauf. Ja, schicken wir mal gleich jemanden, der eine Waschanlage fährt, das wieder sauber machen. Wir haben da heute leider keine Zeit für. Aber dafür freut sich jemand anders, der Probefahrt machen kann. Ich fahre mal ein, zwei Mal hier auf und ab, dann könnt ihr das Ding noch ein bisschen von außen angucken. Und dann geht es auch gleich wieder zurück in die Firma. Komm, wir machen mal die Räder sauber. Boah, guck mal, was hier rumliegt. Schweinerei. So, Fazit von dem Ding, ganz klar, ihr müsst sofort eins kaufen und bestellen. Macht mega Bock. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist auch wieder ein Fahrzeug, was sich mit nichts vergleichen lässt. Also das ist kein richtiges Quad, ist kein richtiges Geländeauto, also kein normales Auto. Macht richtig Spaß und dadurch, dass das so leicht ist und geländegängig, kannst du wirklich die krassesten Winkel hoch und runter fahren. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Technische Daten habe ich, glaube ich, soweit erzählt. Beschleunigung ist super. Also wenn du hier Gas gibst, lässt du in der Stadt auch durch die Automatik eigentlich jeden stehen. Geht richtig gut vorwärts. Wir sind nur 55, 60 gefahren, weil wir halt hier in der Stadt unterwegs waren. Aber da geht noch jede Menge. Also die angegebenen 100 schafft das Ding hier auf jeden Fall. Ein Kollege fährt jetzt mit dem Ding zur Waschanlage. Dann kriegt ihr noch einen coolen Porn von dem Ding. Oh yeah. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Vergesst nicht, unten abonnieren zu klicken, wenn ihr auch demnächst Videos von uns sehen wollt. Und ansonsten bleibt alle gesund. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Bye.